Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Poke MMO Feuerrot mit mir, ETDP, und dazu haben wir auch wieder den Angel Fly Dave LP. Willkommen zurück. Hallöchen. Ja, in der letzten Folge hat man bei mir zum Beispiel gesehen, wie ich, glaube ich, Rocco aufs Maul gehauen hatte. Dave ist ja jetzt schon in den Mondberg reingegangen oder ist jetzt kurz vom Mondberg. Ja, was kann man noch sagen? Ich mache jetzt einen Trainerkampf. Did you touch me? Ja, ich habe dich berührt. Zärtlich. Ich bin noch immer im Mundberg und versuche natürlich gegen Kleinstein und Zubats Gegenwehr zu leisten, aber ist halt nicht so leicht, aber ich bin jetzt auch im Trainerkampf gegen eine wunderschöne Göre, die wo schielt. Na, das Einzige, wo ich mich nur gegen Feuer leiste, ich Gegenwehr. Oder Feuer ist das, wo ich mich gegen wehr. Haha. Aber ich glaube mal, dass die Trainer da drin, die Pokémon, also besser gesagt, der Entwickler, der wo das Spiel jetzt halt noch weiterentwickelt hat, die Pokémon und die Trainer nicht verstärkt haben. Also ich sehe jetzt gerade ein Pipi, Level 14. Und das gibt es, glaube ich, auch normal in normalen ROMs oder Editionen. Und ich habe jetzt hier gerade als Gegner ein Pummeluff, das die ganze Zeit einfach nur Gesang einsetzt. Ja, mein Glumanda hat natürlich gar nicht mit gerechnet. Und die Leute, die es nicht wissen, ich wollte mich dafür nochmal entschuldigen für den letzten Part. Da ist, was ich schlaf wie das, da ich leider einen Aufnahmefehler gebracht habe mit Chemtaser Studio, aber das wird sich sowieso jetzt halt ändern, denn ich schlaf immer noch und ich nehme jetzt Robin besiegt. ja, Robin Crusoe. Und ja. Ich nehme gerade mit Threads auf, also werde ich jetzt in Zukunft mäßig, denn ich habe es nun geschafft, damit es wenigstens nichts leckt. Also mal schauen, wie es wird. Ja, das stimmt auch wieder. Also wenn du dir meine Videos anguckst, da ist kein Lecken zu sehen. Aber ich hatte ja auch den einen Aufnahmefehler in der ersten Folge. Von daher ist es alles legitim. So, haben wir hier auch einen Gegner? Oh, ich komme wieder. Ja, ich habe Brock besiegt, genau. Ja, schön. Ich will hier kämpfen. Ich bin jetzt gerade vor Mondberg. Heißt, ich bin hier ganz auf den Fersen. Oh, Triple Rocky, ja toll. So, rein ins Pokécenter. Schade, dass man im Pokécenter nicht irgendwie noch Tränke kaufen kann. Das wäre hier zum Beispiel angebracht. Naja, also man kann es nun in den neueren Editionen, was ich auch gut finde, da im Pokémon-Center der Supermarkt ist. Also, das habe ich schon mal gesehen gehabt bei irgendwen. Das ist Tail Whip, ein Rutenschlag. Ja, zum Glück weißt du jetzt, was das ist. Naja, also normal ist es nicht schlecht, Rutenschlag oder so, als wenn man mehr anders agiert als physisch, sagen wir mal so, als wenn man nur drauf zimmert. Ja. Man muss halt auch bei manchen Pokémon auch wirklich dann mit Stats spielen, also das ist halt auch manchmal entscheidend, also... Also ich habe jetzt jedenfalls gerade mal festgestellt, dass der Boden im Mondberg allgemein, diese ganzen Texturen, irgendwie neuer aussehen als bei Feuerrot. Kann das sein? Ich glaube schon, wenn man da zum Beispiel zum Sand schaut, da merkt man natürlich auch, dass da ein paar Pixel dazu gewonnen wurden. So, ich habe jetzt einen Paraheiler und jetzt mache ich auch gleich einen Trainerkampf. Ich weiß nicht, machst du eigentlich auch jeden Trainer? Natürlich. Naja, eine habe ich aus Versehen ausgelassen und das war die, wo das Gras beim Pummelluft gibt. Ah, What? So. What? Ghostneck? Schamanda. Wheatley wird sowas von sterben. Weedle, nicht Wheatley, oh Gott, Wesley. Wesley Snyder. Ich bin schon wieder bei Portal 2. Mit Wheatley. Okay. Habe ich auch Let's Played, also wer das gerne mal sehen möchte von mir, kann reinschauen. Nur so nebenbei, ne? Macht man doch gerne mal Werbung. Jetzt könnte, ja, bei eigenen Let's Plays schon, also so bei Together geht es klar, also wenn, ist ganz mal eigentlich. Ja, finde ich auch. Ihr könnt ja auch mal bei Angel Flight Dave Epis Minecraft Let's Play reingucken. Ich weiß gar nicht, machst du das eigentlich noch? Ich habe einen Donnerschlag abbekommen. Nein. Machst du denn Minecraft LP eigentlich noch? Bin tot. Jein, also ich mach da kurz eine Pause, denn ich werde sowieso dann, ich hab's dir ja auch noch nicht gesagt, Edit, dass ich einen neuen PC mir holen werde und der auch dann bald
es bald geben wird. Und jetzt hat Elektro gegen Elektro. Oh Mann, und ich schlaf an. Also wie soll ich das jetzt schaffen? Ja, vielleicht können wir ja dann irgendwann mal Hard Gold hier online zocken. Nicht, warum nicht? So, Glumanda entwickelt sich. Yeah. Was, jetzt schon? Ja klar. Spray Typ Warm Medical is restored. Kein Trank. Und was ist die Dione? Pokémon from Congratulations, Charmander evolved into Chameleon. Chameleon. Ich wollte gerade sagen, ich kann das. Möchtest du die Evolution stoppen? Bild nicht wegdrücken. Oh, Kleinstein gegen Glutexo. Kann man hier eigentlich auch den Pokémon Spitznamen geben? Hier drin, ich glaube mal. Nein, ich glaube nicht. Leider. Schade eigentlich. Ich überlege gerade, Stahl ist super effektiv gegen Gestein. Warum habe ich nicht. Oh, ich hätte einfach nur mein Glumanda ein bisschen weiter trainieren müssen. Das hat doch deine Stahlattacke gelernt. Ich hätte doch gar nicht das mit Smetpo so lange machen müssen, du Idiot. Stahl ist doch effektiv gegen Stein. Ich kämpfe gerade Pikachu gegen Magnetilo. Ja, und es ist ein spannender Kampf. Vor allem spannend. It's not very effektive. Also bei mir sieht man jedenfalls einen Haufen Kämpfe. Ich hätte mir eigentlich noch einen Schutz kaufen sollen, ich Idiot. Oh, ja, das ist ein schönes Training. So, ich überlege gerade, wie stark soll ich meinen Glutexo jetzt erstmal trainieren? Damit ich dann die anderen noch hinterherziehen kann. Oh, so gut es geht. Also man kann eigentlich kaum sagen, wie stark dann ein Pokémon werden soll. Also es soll schon eventuell 1 bis 2 Level stärker sein als normaler Trainer. Aber mehr eigentlich auch nicht. Oh, ich habe gerade Konfusion benutzt und das ging daneben. Und jetzt schläft auch mein... ich wollte gerade Blutzug sagen, mein Smetbo. Ah, jetzt trifft endlich mal der Donnerschock. It's no very effektiv. Na klar, das WCA. Würde ich wissen, dass es hier nicht auch Kleinsteins gibt, sondern wirklich nur Zubats, dann würde ich auch mein Pikachu jetzt ein bisschen trainieren. Ja, es gibt auch Zubats, also... Ja, aber es gibt leider auch Kleinsteins. Ja, das stimmt auch wieder, also das... Aber ist halt der Mondberg, wa? Ja, leider. Typisch für Mondberge sind natürlich, typisch für den Mondberg ist typisch Pipi, habe ich auch schon gesehen. Habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir aber auch nicht fangen. Ich auch nicht, also ich habe es zwar gesehen, aber werde mir auch nicht fangen. Ey, ich habe jetzt schon zweimal Konfusion einsetzen können und beide Male ging es daneben. Da steht... Das dritte Mal geht's dann. Sag mal, warum geht meine Konfusion ständig gegen Pipi daneben? Also bei mir war es auch so mit Pikachu. Was? Pikachu snap it out of confusion. Was heißt? Ey, meine ganzen Attacken gehen daneben. Ich nehme jetzt mal eine ganz normale. Nein! Ich nehme jetzt einfach mal Schlafpuder. Ja, Schlafpuder trifft sofort. Okay. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht. So, jetzt nochmal Konfusion. Ey, das Vieh schläft und du triffst es nicht. Ist da irgendwas neu gemacht, dass man das nicht treffen kann? Tackle trifft, aber. Hä? Ich versteh's nicht. Puh. Kann man ein Pipi nicht mit Konfusion angreifen? Doch schon eigentlich. Oh, ich kann auch ein verficktes Voltoball. Es kann aber auch sein, dass da jetzt so irgendwas mit diesem komischen Wesen, was dagegen spricht. Ich bin Gibt tot. Doch immer diese Wesen. Du bist tot. Nee, fast. Also ich habe noch einen Pokémon, der hat nur noch 3 KPs und es Voltball setzt irgendwie so komische Sachen ein, aber geht öfters daneben und ich hoffe es, dass ich das noch schaffen werde. Scratch. Was ist das? Okay. So, ich habe jetzt wenigstens das Pipi mal besiegt nach, ich glaube, 4 oder 5 Minuten. So, und damit habe ich auch den Kampf gewonnen. Ja, du hast verloren, genau. Oh, da bewege ich mich 2 Meter und schon kommt das nächste Gegner. Das war knapp, das war so knapp, aber ich habe verloren. Und war ein Pokémon-Sender. Yay! Guck mal, da hat jemand geschrieben, holy shiny hoot hoot and no Pokéballs. Ich glaube, er hat keinen shiny hoot hoot gefunden. Ja, ich fand's jetzt irgendwie lustig. Ich hab mich sofort an dich erinnert. So, komm, Glutexo schläft. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal rausgehen, um, sag schon, mich zu heilen, weil, dieses Schlafen ist übelst heftig. Naja, ich war jetzt im Pokémon-Center. Ich warte mal, habe ich überhaupt Geld verloren? Ich schau mal schnell. Ich habe 3256 Pokédoll, also, naja. Ich werde jetzt, glaube ich, nochmal, zurück. Ja, ich nicht auch. Und ich gehe jetzt nochmal zurück, um, mir Schutz zu kaufen. Schutz. Und Schutz.
So, aber ich habe jetzt auf jeden Fall meine Tastaturbelegung geändert und das ist auch viel angenehmer zu zocken, kann ich jetzt schon sagen. Das ist wirklich viel, viel angenehmer. So. Hast du eigentlich auch schon überlegt, dir Schutz zu kaufen, weil Mondberg ist doch ziemlich nervig. Nein, ja, also ich freue mich immer auf wilde Pokémon. Ich wollte gerade sagen, verschiedene Pokémon, ja. Ja, vor allem verschiedene. Ja, verschiedene. Ich habe jetzt zum dritten Mal hintereinander einen Zubat. Oh, okay, das ist nervig. Mhm. Die ganze Zeit muss ich immer mein Pokémon wechseln zu Pikachu, aber Pikachu hat jetzt eigentlich keine Chance gegen Zubat mehr, weil es nur 8 KP hat. Ich habe Rare Sandy gefunden. Was? Rare Sandy, also... Rare Candy. Rare Candy, also Sonderbonbon. Ja! Von mein Smetbo Konfusion trifft allgemein gar nicht mehr. Übrigens, man kann... ich habe ja in dem vorletzten Part, also am Anfang, sagen wir mal so, gesagt, dass es eventuell Höhen-Pokémon geben wird. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Mhm. Und es könnte sein, dass eventuell jeden Tag immer so, sagen wir mal... Updates kommen. Nee, wie nennt man das nochmal? Nicht wilde Pokémon, sondern so Schwarm-Pokémon, so Schwärme kommen da jetzt halt immer. Fast jeden Tag. Okay. Kann man halt dann, steht halt in welcher Route, was für ein Pokémon sich befindet. Und dann kann man es dort auch fangen. Okay. Also welche von den neuen dann, ja? Mhm, glaube ich ja mal. Also so habe ich es gelesen, aber wenn es weiß, keine Ahnung, ich habe halt davon noch nichts gesehen. Mhm. Ich auch nicht. Ich kenne mich ja nicht mehr mit den Pokémon aus. Also wenn da jetzt irgendwo der Name steht. Also ich könnte vielleicht noch ein paar englische Pokémon-Namen aus der ersten Generation noch erraten. Aber das war's. Naja, also ich bin sozusagen Poképrofi. Also ich kenne mich jetzt nicht mit den Stats und so alles aus, was für ein Pokémon, was für bessere Stats hat. Aber sonst finde ich das alles eigentlich, ja, kann ich alles im Kopf. Zum Beispiel, was für ein Pokémon, was für eine Fähigkeit hat oder besser gesagt, was für ein Typ das ist eigentlich, glaube ich, auch am einfachsten. Aber was ich bis jetzt noch nicht ins Kopf kriege, ist die fünfte Generation oder die sechste, keine Ahnung. Ich kenne die Namen gar keine. Die Namen kenne ich da so gut wie nicht und die Typen vor allem nicht. Da gibt es so einen Golem, so einen Gigante oder wie der heißt. Ich würde, warte mal, was war denn das nochmal? Typ Unlicht. Noch was und der schaut aus wie ganz normal. Sneebel war süß. Sneebel. Ach ja, und da gibt's das Sneebuna jetzt, ne? So das coolere Pokémon. Sneebel war cool genug. Ja, okay. Hast du schon mal Sneebuna gesehen? Nein, will ich auch gar nicht. Sneebel ist das süßeste. Ach so, wenn es um süßeste Pokémon geht, naja, warte mal, was ist euer süßestes Pokémon? Schreibt es Mew in die Kommentare, entweder bei mir oder auch bei Edit. Mew. So, you have used Ripple Potion. Weiß ist Raupi. Smetbo ist sowieso sehr süß. Like. So, Schutz, ey, wie ich hier durchrennen kann. Richtig gut. Ich habe mir jetzt gerade mal 3 Schutz gekauft. Oh, du bist gerade im Kampf. So, found a potion. Ich werde jetzt hier auch mal ein paar Trainerkämpfe auslassen. Du bist schneller als ich. Ja, siehst du mich rechts? Warte, nein, geh mal weiter rechts. Ja, jetzt hat... Warte, ich komm. Ich bin gleich da! Ja, du wirst doch sowieso gleich wieder gestoppt. Ach komm, wir reden jetzt hier mal mit ein paar Leuten und versuchen. Ripple Effect has run off, okay. String hot. Ja, String hot, ich weiß. Der String ist hot. So, hier nehmen wir uns die jetzt mal zum Kampf. Wir auch mal wieder ein bisschen kämpfen. Ich muss ja noch ein bisschen meinen Glutexo trainieren. Eigentlich müsste ich mein Pikachu trainieren. Wegen Misty. Oh, ich hab wieder Geld. Oh, Mirapla. Zubat ist tot. But ja, Glutexo gegen Mirapla. Oh, das hast du nicht. But if, das wird echt hart. But if you can catch on you will be able to come on it. Clefanza. Weiß nicht, hast du dieses Rappers in VBT mal verfolgt damals? Da gab's eine Rapperin, die nannte sich Phoebe Pep und in ihren Musikvideos hat sie immer so getanzt wie Knofenser. In ihren ganzen YouTube-Kommentaren steht immer mit drin Knofenser. Knofenser. Ja, die tanzt wirklich so. Knofenser bewegt sich auch immer so ganz komisch und diese Phoebe Pep hat's auch immer gemacht. Also ich weiß jetzt nicht ganz, ob
Knuffenzel ist, glaube ich, nur rein Pflanze oder rein Gift, weiß ich nicht. Also, weil die Endentwicklung ist Satzenia und die ist Typ die ist Pflanze. Mit, genau, die ist halt auch, glaube ich, noch Gift dann. Ich gucke jetzt gerade mal, eigentlich müsste man das doch hier auch sehen im Pokédex, oder? Wenn du es noch nicht gesehen hast. Nee, ich habe es gesehen, aber ich habe es noch nicht gefangen, von daher kann ich es noch nicht lesen. Typ Pokémon. Ja, mehr steht da nicht. Du musst es wirklich gefangen haben, aber das ist ja schade. So, okay. Ich überlege gerade, wir können ja mal ganz kurz sagen, wann wir jetzt gerade aufnehmen. 16:32 Uhr, in ja, anderthalb Stunden kommt für euch die erste Pokémon-Folge. Natürlich. Ja, nur damit ihr schon mal so zeitlich ein bisschen wisst, wie weit wir schon voraus sind. Ist ja, denke ich, auch manchmal mal schön zu wissen. Ja, sind eigentlich schon gut hier im in der Geschwindigkeit, wenn jetzt jeden Tag um 18 Uhr jedes Mal eine Folge kommt. Das machen wir natürlich gerne. Das Spiel gefällt uns auch wirklich gut. Ja, also mir gefällt es mir wirklich. Ich bin sehr überrascht. Wie gesagt, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß an einem Pokémon-Spiel. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal ein Pokémon-Let's Playen würde. Ja, dann merkt man mal, wie die Zeit sich verändert. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Aber es wird bestimmt sowieso in der Zukunft bald mehrere von diesen Pokémon-Online-Spielen geben. Also von jedem Editor eventuell auch. Oder vielleicht macht wer irgendwie selber eine mit allen 600, weiß nicht wie vielen Pokémon, die wohl in die Welt reinpassen. Vielleicht macht auch wer alle Regionen in ein Spiel. Hart. Also, boah. Ja. Das wäre echt schön. Aber ich überlege gerade, wenn du dann wirklich deinen neuen PC hast, dann können wir ja eigentlich doch mal, wenn wir das hier wirklich dann irgendwann mal fertig haben, Hard Gold mal anfangen, wenn du möchtest. Natürlich, oder besser gesagt, wenn dein PC das dann schafft. Ja, das ist halt das, ne? Schau mal halt auch schon mal, wie das so läuft und dann kann man schon sagen, ja, das geht oder das ist nicht Let's Play tauglich. Weil die Leute wollen ja auch gute Abwechslung. Genau, übrigens, unsere Let's Plays sind in HD, das steht zwar oben bei uns schon, aber wenn ihr blind seid oder so, keine Ahnung, kann ja sein. Ja, okay. Ja, man weiß es nicht. Können Blinde eigentlich Let's Play schauen? Also, oder du wirst lachen. Ich hatte vorhin wieder meine mein Crash Bandicoot 1 Let's Play gerendert, beziehungsweise abgespeichert. Und hab das natürlich mal ganz kurz so ein bisschen angeguckt. Und da hatte ich mit einem Kumpel, mit dem ich das ja gezockt habe, drüber gesprochen. Falls ich irgendwelche blinden Abonnenten habe und so weiter. Irgendwas war da, das ist richtig geil. Ich glaube, es war Folge 5 von Crash Bandicoot 1. Also, wenn die Folge hier hochkommt, ist es eh noch nicht dabei, aber egal. Jedenfalls habe ich auch darüber gesprochen. Es war eigentlich interessant. So, und da ist der auf einfach mal bei mir weg. Also, ich weiß jetzt nicht, wo der Dave ist. Man hört es ja bestimmt gerade. Ich kann ihn ja mal anwispern. Ich glaube, das bringt jetzt hier gerade nur nichts. Moment, probieren wir es einfach mal. Was los? Schreib mir dann einfach mal. So. Jetzt muss ich ein bisschen auf den Chat achten, oh Gott. Aber ich glaube, der Dave ist nicht da. Okay, würde ich sagen, komme ich dir, ich achte mal hier ganz normal weiter, also ihr könnt ja bei Dave dann bestimmt sehen, was bei ihm los war. Ja, also ich weiß jetzt leider nicht, was genau los ist. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Onyx, das wir natürlich mit unserer Metallklaue fertig machen. Ich sehe schon, er ist bei Skype offline. Okay, ich hoffe, man hat das jetzt gesehen, dass ich gerade Skype offen hatte. Also, jetzt muss ich nur ein bisschen weiter unten nur auf meine Leiste achten, dass ich dann sehe, ob er bei Skype online kommt oder nicht. Aber es stand ja auch hier beim Pokémon-Spiel auch nicht, dass er irgendwie offline ist. Heißt ja, er müsste eigentlich hier im Spiel noch online sein. Und ich gehe jetzt einfach mal auf dem Whisper-Ding, aber da sehe ich jetzt erstmal nichts. Okay, Leute, würde ich sagen, beende ich hier auch erstmal meine Folge. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich bin euer TTP. Ihr habt auch eben noch den Angel Fly Dave gehört. Bis dann, Leute. Tschüss.